Gut, aber jetzt kommen wir mal zum Bushcrafter. Der Bushcrafter als Tier, als solches, ist ja jetzt Gott sei Dank, also bis auf manche von uns aus ethischen Gründen, kein Pflanzenfresser, kein reiner, sondern ein Allesfresser. Und das ist der Knackpunkt, weshalb ich auch gewagt habe, in meinem Haselvideo zu behaupten, dass der Verzehr von Haselnuss auch roh relativ unbedenklich ist. Ich glaube, ich habe sogar gesagt, er ist ganz unbedenklich. Ja, da muss ich mich jetzt selber korrigieren, wenn man einen empfindlichen Magen hat oder unter irgendwelchen Mineralstoffmangel und Ähnlichem leidet, dann sollte man tatsächlich vielleicht ein bisschen vorsichtig mit dem Verzehr von roher Haselnuss sein. Aber bei den allermeisten Leuten sollte es eigentlich zu keinen großen Problemen kommen, denn jetzt Haselnuss ist nun mal so ein Pflanzenteil, der solche Antinährstoffe enthält. Im Fall der Haselnuss handelt es sich um, Achtung, ich lese nach, wenn ich die entsprechende Seite finde, Phytinsäure. Die ist nämlich ein Antinährstoff zu Calcium, Magnesium und Eisen. Wie funktioniert das übrigens chemisch gesehen? Das ist relativ einfach. Das ist einfach ein Gestell, ein Gerüst sozusagen, das sich, sobald es einen entsprechenden solchen Nährstoff findet, da drumherum legt und den einfach festhält und dafür sorgt, dass der Nährstoff nicht mehr vom Körper absorbiert werden kann. Also nicht mehr von den Zellen. Der schwirrt dann einfach im Darm oder im Magen oder wo er halt eben gerade ist, in der Regel im Darm, in der Gegend rum und wird dann unverdaut wieder ausgeschieden. Weil man kann ihn dann einfach nicht verwerten. Das ist eben der Sinn und Zweck dieser Stoffe, die verhindern die Aufnahme der Nährstoffe bei der Verdauung. Also die Nährstoffe werden trotzdem gefressen, kommen aber unverdaut am anderen Ende eben wieder raus. Das nochmal am Rande bemerkt, damit ihr auch wisst, wie das Ganze chemisch funktioniert. Und jetzt ist eben die Sache die. Was einen ja letztendlich umbringt bei solchen Antinährstoffen, ist der Mangel an Mineralien. Die machen alle nichts anderes, als dass sie eben Mineralienaufnahme blockieren. Das habe ich jetzt schon 27 Mal gesagt, das habt ihr jetzt begriffen. Und das kann man einfach infolgedessen dadurch kompensieren, beziehungsweise die Dinger können einem egal sein, wenn man genug Mineralien hat. Und dadurch, dass wir jetzt ein Allesfresser sind, sind wir eben nicht darauf angewiesen, uns nur von dieser sehr mineralienarmen pflanzlichen Nahrung zu ernähren. Beziehungsweise, wenn sie Mineralien enthält, erhält sie gleichzeitig wieder Antinährstoffe. Ne? Und das kann uns deshalb egal sein, weil wir ja zusätzlich noch tierische Nahrung konsumieren. Insbesondere, wenn wir in einer Survival-Situation sind, könnt ihr in den wirklich guten Survival-Büchern nachlesen, dass man beides braucht, pflanzliche und tierische Notnahrung. Und zwar eben wegen, unter anderem, wegen diesem Effekt, dass man sonst Mineralienmangel bekommt, weil eben die Pflanzen das versuchen, uns anzutun. Und wir dann tatsächlich irgendwann auch Mineralienmangel bekommen, wenn wir uns nur von pflanzlichem Material ernähren. Dementsprechend, Vegetarier funktioniert, wenn man die Auswahl zwischen ganz vielen verschiedenen speziellen Gemüsen hat, die tatsächlich eben keine solchen Antinährstoffe enthalten. Leider ist im Wald das meiste Material, was zur Verfügung steht, von Bäumen. Und Bäume sind halt eben nun mal eine Pflanze, die grundsätzlich in fast alles, was sie hat, und das gilt für fast jeden Baum, mit einer Ausnahme, eben diese Antinährstoffe einbaut. Beziehungsweise, nein, das gilt sogar wirklich für jeden Baum. Die Mengen variieren halt eben nur. Das heißt, wir können uns wohl an verschiedenen Gemüsesorten, Tomate, Zucchini, sonst was, dazu noch eine Kartoffel und all sowas entsprechend zubereitet, dass die Antinährstoffe, sofern sie dann drin sind, auch kaputt gehen. Ist eine vegetarische Ernährung, denke ich mal, möglich. Ist es sicherlich, da gibt es ja viele Leute, die das entsprechend auch bewiesen haben. Es gibt auch trotzdem noch viele Leute, die dran zweifeln. Aber da will ich jetzt auch gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich bin der Meinung, wer vegetarisch leben will, darf das gerne tun. Wer vegan leben will, ja gut, es darf wie gesagt auch jeder grundsätzlich tun, was er denn möchte. Vegetarisch finde ich eigentlich gut, allein wegen dem Umweltschutzgedanken, dem Ablehnen von Massentierhaltung und so weiter und so fort. Ich bin kein Vegetarier, dafür esse ich zu gerne Fleisch. Vegan ist, ja gut, wie gesagt, jeder darf machen, was er möchte. Ich persönlich halte das für falsch, weil wir eben nun mal ein omnivor sich ernährender Organismus sind und ein so sehr Abweichen von der eigenen Biologie halte ich für nicht gut. Es mag möglich sein und von mir aus kriegen die auch Veganer Superkräfte und Ähnliches, aber ich bleibe gern bei meiner eigenen Biologie.
Das war jetzt schon wieder ein Exkurs. Was wollte ich euch erzählen? Aber ihr habt schon irgendwie erraten, tierische Nahrung hat den großen Vorteil, dass sie sehr mineralienreich ist. Also sehr mineralienreich ist jetzt auch wieder übertrieben, aber vergleichsweise, wenn man sie direkt mit pflanzlichem Futter vergleicht, ist sie das wirklich sehr. Wer also zusätzlich zu seinem Outdoor-Salat beziehungsweise seinen ganzen Nüsschen, Eicheln, Haselnuss, Walnuss, wenn du findest, Samen von sonst was, Sonnenblumenkerne, wenn du die irgendwo auftreiben kannst, ganz egal, also all möglichen Samenkram, dazu noch ein bisschen Blattmaterial, wirklich dann auch für Vitamine, aber nur minimal und auch erst später, wichtig sind erstmal eben die Kohlenhydrate. Und das bisschen, was man dann noch zusätzlich an Blattmaterial futtern muss, das ist nun wirklich nicht dramatisch. Und dazu braucht man dann halt eben langfristig gesehen, damit einen eben diese Antinährstoffe nicht umbringen, dann noch tierische Nahrung. Also theoretisch reicht schon, wenn man einfach Insekten knuspert. Ja, ist jetzt ehrlich gesagt auch wieder nicht so meins. Aber in einer Notsituation denke ich, würde es auch irgendwann mal über mich bringen, irgendwelche Käfer zu knuspern. Wie seht ihr das eigentlich? Mampft ihr Käfer? Ich weiß nicht. Ich habe da noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, nur zu Trainingszwecken jetzt hier wirklich die Käfer zu mampfen. Rein biologisch gesehen ist Käferessen absolut in Ordnung. Da ist wirklich nicht das Geringste dran auszusetzen. Lediglich ein paar Käfer, die komisch aussehen, sollte man meiden und die komisch riechen. Also was nicht appetitlich aussieht, beziehungsweise sehr, sehr, sehr unappetitlich, die meisten Käfer sehen für uns ja ohnehin nicht appetitlich aus, ist auch essbar. Also das ist überhaupt kein Problem, insbesondere Raupen und derlei Dinge kann man alles problemlos essen und sollte man halt eben auch tun, weil die Nährstoffe, diese eben gerade die Mineralien in sich dann auch konzentrieren, auch wenn in ihrer Nahrung wenig davon drin ist. Die selber brauchen davon viel und haben dieses viel, was sie brauchen, auch wirklich gespeichert und das nehmen wir 1:1 auf, wenn wir das entsprechende Viech fressen. Das gilt natürlich auch für Fleisch im klassischen Sinne. Also wenn ihr wirklich was geschafft habt, es was zu jagen und zu erlegen, ein Säugetier, ein Vogel, selbstverständlich gilt auch Fisch, dann habt ihr euren Mineralhaushalt auf einem so hohen Level, in Anführungszeichen, dass ihr damit ausgleichen könnt, dass ihr gleichzeitig wieder Antinährstoffe zu euch nehmt. Also bei einer ausgewogenen Ernährung aus sowohl pflanzlichen als auch tierischen Komponenten ist es einfach kein Problem, weil dieser Mechanismus des Nährstoffaufnahmeverhinderns nur eben bei Pflanzenfressern wirklich zu richtigen Problemen führt, weil die nirgendwo anders ihre Mineralien herkriegen. Beziehungsweise sie müssen sich dann was einfallen lassen. Beispiel Hirsch. Der Jäger hängt dem Hirsch in der Regel irgendwelche Salzlecken in den Wald. Eben deswegen, weil der Hirsch halt mit seinem Pflanzenmaterial so ohnehin schon wenig Mineralien, zum Beispiel Salz, bekommt. Und zusätzlich eben die Aufnahme dieser Mineralien auch noch gehemmt wird. Und deshalb ist so eine Salzlecke für den Hirsch was ganz, ganz Tolles. Und da kann er entsprechend seinen Mineralienhaushalt wieder auffüllen. Das gilt jetzt im Übrigen auch für uns. Wenn wir nämlich zu wenig tierische Nahrung bekommen zu unserer pflanzlichen Nahrung, dann haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, an irgendwelchen Steinen zu schlecken. Kein Witz, funktioniert. Was man auch machen kann, ist an kleinen Kieseln rumlutschen. Da ist eine gewisse Mineralienaufnahme ist da tatsächlich gegeben. Es ist nicht viel und es sind auch nicht unbedingt die Mineralien in der Form, in der man allzu viel damit anfangen kann, aber das hilft sehr wohl. Je nachdem, was für einen Stein man halt eben findet. Also wenn der Stein, an dem ihr schlägt, salzig schmeckt, ist schon mal ein gutes Anzeichen, sagen wir es mal so. Des Weiteren, wenn man in sein Wasser, das man trinkt, immer so ein bisschen Dreck drin lässt, also mit Dreck meine ich jetzt ein kleines bisschen Sand, ein kleines bisschen Boden, da schadet euch nichts im Sinne von, dass da irgendwelche schädlichen Bakterien drin wären oder sowas. Da braucht man sich keine Sorgen machen, das ist dann immer noch Trinkwasser, enthält aber dann tatsächlich auch nochmal zusätzliche Mineralstoffe. Gut, und letzte Sache, weshalb wir als Bushcrafter nicht so viel Angst vor diesen Antinährstoffen haben müssen, ist eben die, wenn wir ein Nahrungsmittel haben, bei dem wir wissen, dass da viel von drin ist, dann können wir dieses Nahrungsmittel entsprechend zubereiten, dass sie kaputt gehen. Weil diese Antinährstoffe haben nämlich die lustige Eigenschaft, dass sie entweder oder beides hitzeempfindlich und wasserlöslich sind.
Das heißt, zum Beispiel die Eichel, die hat beides, also da sind Stoffe drin, die sind zum einen, die eine Kategorie der Stoffe ist hitzeempfindlich und die andere Kategorie ist wasserlöslich. Deshalb Idealfall zur Zubereitung von Eicheln, wenn man die essen will. Man wässert sie erst, wichtig ist, nach Möglichkeit in fließendem Wasser, wenn nicht, das Wasser, das man in nicht fließendem Wasser verwendet, immer wieder mal tauschen, weil diese Stoffe reichern sich ja dann im Wasser an. Und irgendwann kommen keine Stoffe mehr aus der Eichel ins Wasser, weil das Wasser sozusagen schon voll ist. Das ist so ähnlich, wie wenn man den Kaffee süßt. Irgendwann wird der auch nicht mehr süßer und der Zucker löst sich nicht mehr in der Tasse. Genau das gleiche Phänomen. Deshalb nach Möglichkeit Eicheln einfach in den Bach hängen, in irgendeinem Gefäß, dass sie nicht davon schwimmen. Kleingeschnibbelt, je höher die spezifische Oberfläche der Eicheln ist, desto besser. Und dementsprechend werden die Tannine in dem Fall ausgeschwemmt. Ich glaube, es waren Tannine. Ja, doch. Und dann ist das nächste Problem, dass die Eichel dann auch noch Phagin enthält, also den Giftstoff in Anführungszeichen der Buchengewächse. Eine Eiche ist ein Buchengewächs. Und das Ding ist hitzeempfindlich und geht, glaube ich, bei 120 Grad oder irgend so oder 130 Grad flöten. Heißt, wenn ihr eure Eicheln mal ein bisschen röstet, durchröstet, dann ist das auch kaputt. Grundsätzlich gilt, wenn man temperaturanfällige Inhaltsstoffe in Pflanzenmaterial hat und die kaputt machen will, meistens muss man die über 100 Grad erhitzen. Das heißt, kochen reicht nicht, weil kochen ja immer nur Temperaturen von maximal 100 Grad erreicht. Wobei man sagen muss, dieses Auswässern, diese Lösung im Wasser der Inhaltsstoffe, die wasserlöslich ist, da ist es natürlich auch hilfreich, wenn man heißes Wasser nimmt, dann geht die Reaktion schneller vonstatten und der ganze Auswässerungsprozess ist schneller erledigt. Dieses Wässern plus Rösten gilt für sämtliche Nüsse, Samen und sonstiges Zeug, was ihr in der Natur finden könnt. Wenn ihr die beiden Sachen gemacht habt, dann könnt ihr sicher sein, dass da nicht mehr viel bis gar nichts mehr an Antinährstoffen drin ist. Das ist dann also wirklich absolut sicher zu verzehren und notfalls auch ohne größere Mengen von tierischer Notnahrung zu sich zu nehmen. Also man kann dann zum Beispiel über den kompletten Winter würde man mit einem Mix aus Haselnuss, Eichel und Esskastanie relativ gut durchkommen, wenn man dann zwischendrin noch hier oder da mal zwei Hasen gefangen hat oder sowas. Also das wäre absolut kein Problem, damit durch den Winter zu kommen und auch weit bis ins Frühjahr hinein, ohne dass man irgendwelche Mangelerscheinungen zeigt. So, damit bin ich dann auch durch. Fast. Ich muss auch nämlich noch drei Beispiele nennen. Wie heißen jetzt diese Antinutrive Substanzen? So, was gibt es da jetzt für Beispiele? Ich habe mal kurz drei ausgesucht, nämlich die Phytinsäure, die ist zum Beispiel in der Haselnuss. Deshalb, das war jetzt auch gerade eben das aktuelle Beispiel, weil ich ja letzte Woche mein Haselnussvideo hochgeladen hatte. Die verhindert eben Calcium, Magnesium und Eisenaufnahme, indem sie sich an diese jeweiligen Dinge einfach dranhängt und verhindert, dass die aufgenommen werden. Ich habe es erwähnt. Die Oxalsäure macht das genau das gleiche mit Eisen und Magnesium. Oxalsäure kennt man ja wirklich, das ist in sehr vielen Sachen drin, weit verbreitetes Antinährstöffchen. Und dann gibt es noch die sogenannten Gerbstoffe. Das sind zum Beispiel eben Tannine, wie sie in Eicheln vorkommen. Die wirken erstens mal blähend, weil eben diese Verklumpung der Nährstoffe miteinander dann die auch zu einem großen Klumpen zusammenklumpt und der bläht. Und weiterhin werden Eisen und Calcium nicht aufgenommen. Nur, dass ihr mal drei Beispiele habt, wovon ich jetzt die ganze Zeit spreche, was für Stoffe das überhaupt sind. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.